Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video Julian. Tag. Und ich, der Micha. Ja, die Ultra Pro Spielmatten zu Kamigawa Neon Dynasty sind endlich da. Wir stellen sie euch vor mit Verlosung. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, tatsächlich steht jetzt ja schon die nächste Magic Edition Straße von Neuka-Penner vor der Tür. Stimmt, Ne? Aber ja. ich habe so das Gefühl, dass sich sehr wahrscheinlich auch da das Ultra Pro Zubehör zumindest teilweise ein bisschen verzögern wird. Denn wir haben ja immer noch Pandemie in der Welt. Ne? Solche Sachen werden ja oftmals auch in Fernost produziert und dann macht dann mal irgendwie der Hafen da komplett zu. Irgendwie in Shanghai ist ja gerade kompletter Lockdown oder so. Oder Ja. ein Containerschiff steht irgendwie schief oder so. Das heißt also, es kommt auf jeden Fall zu Verzögerungen und auch, wie wir merken, teilweise drastischen Verzögerungen in der Lieferkette. Wenn es dann mal später kommt, meine Güte, soll es was Schmerzen sein. Ne, jetzt ist es ja endlich da. Wir haben euch Genau. ja schon das andere Zubehör, also sprich Sleeves, Binder, Deckboxen und so, haben wir euch schon vorgestellt. Gibt richtig coole Sachen von Ultra Pro zu Kamigawa Neon Dynasty, also eine Edition, die euch auch richtig abholt und die auch einfach richtig coole Artworks hat. Stimmt, Also ja, viele von euch definitiv. feiern die auch jetzt immer noch. Ich liebe diese Edition auch. Also ne, Die war die auch einfach klasse. Grafiken, alles Ja. richtig, richtig super, die Inhalte richtig gut. Ja, zu jedem Video gibt es eine Verlosung. Ich habe jetzt mal mitgebracht Ultra Pro Sleeves, die es so im Shop nicht mehr zu bestellen gibt, aber die einfach cool sind. Deswegen haben wir noch ein Päckchen da. Stimmt. Ne? Entsprechend hier Ja. nochmal mit schwarzem Mana-Symbol. Da sieht man nochmal, wie cool das ist, dass Ultra Pro halt einfach die Magic-Lizenz hat, um sie Ja. auf Zubehörartikel zu drucken. Also schaut da gerne nochmal nach im Shop, einfach mal unter Ultra Pro mal gucken, was es da für coole Motive gibt. Hier, jetzt habe ich mal den mitgebracht, den König des Rudels. Wir stellen euch ja immer die besten Magic-Karten ihrer Art vor und da kommen jetzt die besten Katzen. Oder ist schon online, ne? Ja. Ja, schaut da gerne auch nochmal rein. Auch da läuft eine Verlosung immer und da seht ihr hier, so ist die Karte im Sleeve. Ne? Sehr Und nice, ja. also insofern seid ihr da immer gut bedient und es ist halt einfach stylisch, ne, wenn ihr praktisch sagt, wir sind jetzt hier Fans von Kamigawa Neon Dynasty oder von der Thematik als solche, da alles in diesem Schema dann zu zocken. Ja. Ja, so, Verlosung. Ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert, dann wünschen wir euch viel, viel Glück. Und jetzt geht's aber in die Sleeves, ach Quatsch, in die Matten. Ne? So, Ja. hier haben wir den Charakter des Sets. Viele waren ja ein bisschen skeptisch, als es hieß, ja, weiß nicht, irgendwie Kamigawa so jetzt irgendwie in Neon Cyberpunk und so, ob das meine Sache ist. Wir haben es gezockt. Was sagst du zum Set? Es ist Hammer. Ja. Also das Set ist so gut Ja, finde ich designt. auch. Ist Mega eine klasse. Ja. super Welt, ne? Und ja, wenn es euch auch so abholt, ist es natürlich einfach stylisch, dann zu sagen, komm, ich zock das dann hier entsprechend auf der Playmat des Sets so gesehen. Ja. Übrigens, alle Grafiken sind immer limitiert. Also wir können das meistens eigentlich nicht nachbestellen. Das heißt, es sind alles wenn weg, dann weg Artikel. Das heißt, wenn euch was gefällt, dann wartet nicht zu lang. Ne? Kommt zwar auch immer wieder coole neue Motive raus, aber ne, wenn ihr gerade das haben wollt oder so, dann solltet ihr da nicht warten. So, jetzt kommen wir zu den Bösewichten. Ja. Ja? Einfach nochmal. Sehr stylisch, Dass ja. du auch siehst, ich finde das wieder eine relativ zeitlose Matte. Und man hat ja auch teilweise seinen Spielcharakter, wo du sagst, so, ja, das ist meine Farbkombination oder ich stehe auf dem Planeswalker und so, wo du dann sagen kannst, ich finde, hier hast du noch, das ist nicht zu aufdringlich. Wir hatten ja auch schon Ja. Matten, die sind wirklich sehr, sehr bunt und so. Hier ist alles ein bisschen mehr Ton in Ton gehalten. Ne, finde ich schon nice. Nächste? Stimmt, sehr cooles Tamiyo-Symbol. Bereit für den Wechsel? Bild, ja. Gut. Jetzt kommt. Boah. Das finde ich mega. Ja? Da siehst du auch nochmal, das Boah, sehen wir vielleicht ja. bei einer anderen Warte auch nochmal, wie detailreich auch mittlerweile einfach die Grafiken sind. Du siehst ja hier wirklich alles ganz, ganz genau. Auch Das das, sieht auch, also richtig heftig diesen aus, auch so richtig. Metalleffekt und Muster, den Kopf, den man nochmal in den Klauen, die man also auch so Details, die man auf der Karte teilweise gar nicht so richtig erkennen kann. Aber auf der Playmat kommen die natürlich mal richtig cool raus. Ne? Das sieht mega aus, also. Würde ich sagen, das Warten hat da definitiv gelohnt. Ne? Sich gelohnt. Und ja, es ist ein bisschen alles, die Matten geht ein bisschen Krass, in die krass. Richtung der Evil Guys diesmal. Das ist Ja, alles ein oh. bisschen Merkt man, düster. merkt man. So, okay, nächste. Aber es ist eine gute Richtung. Ja. Und vor allem geht es in die Richtung Blau. Ja, hier entsprechend Tesseret, ne, ist ja auch nochmal im Set als Planeswalker mit dabei, darf natürlich auch nicht fehlen.
Ja. Ist ja eine Schwarz-Blau-Kombinationskarte, so die beiden Farben. Ja, sehr, sehr böse Farbmix, aber auch da einfach, wenn ihr auf Zauberer steht oder so, ist es auch nochmal ein schönes, episches, auch düsteres Magic-Bild. Ne? Wir sehen auch einfach nur den Spark so hier von Magic. Alles ein bisschen clean gehalten. Aber schön. Ja. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ne? So, jetzt auch nochmal ein Bild, wo ich dachte, boah, das sieht schon so plastisch aus. Also ihr seht, hier haben wir jetzt die Spielmatte zum einen der zwei Commander-Decks. Ja, das hätten wir ja eigentlich ganz gerne gezeigt, weil zu den Commander-Decks habt ihr die Spielmatte, ihr habt die Deckbox und passende Hüllen. Alles in dem Character-Design des Hauptcharakters des Decks. Ne? Und hier haben wir das Markendeck, was du ja gespielt hast. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe schon die Stärken schätzen gelernt von dem Deck. Ne? Das kann schon auch richtig krass eskalieren. Und ich fand hier nochmal heftig, wenn du den Unterschied, diese Schärfe zu der Unschärfe dir so anschaust. Ne? Auch da siehst du nochmal, wie krass das einfach mittlerweile alles auch gezeichnet ist. Der sticht also so richtig hervor, der Charakter. Finde ich auch. Der sticht richtig raus. Der ist sehr, sehr plastisch. Auch das, dadurch, dass er halt so an manchen Stellen so beleuchtet ist. Ja. Wie man ihn so überall. Sehr cool, ja. Ne, und wenn du dann halt dein Commander-Deck entsprechend da so alles stylisch zockst, ne, mit Deckbox und Sleeves ja auch noch und auf so einer Playmat, das steigert schon auf jeden Fall den Spielspaß enorm. Ne? Dann ist halt alles so in einem Guss. Ja, zweite Commander-Deck darf natürlich auch nicht fehlen. Das habe ich ja gespielt. Ne? Ja. Entsprechend war auch sehr, sehr cool mit vielen Fahrzeugen, was ja in diese Welt auch richtig cool reinpasst. Ne? Stimmt, also auch da, die Commander-Decks zu Kamigawa Neon Dynasty können wir euch absolut empfehlen. Richtig, richtig cool. Ne, auch gerade, wenn ihr so in der Gruppe zocken wollt oder so. Und ihr kriegt natürlich auch einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Commander-Decks richtig, richtig viele Karten fürs Geld. Ne? Mhm. Sehr, sehr cool. Sehr nice. So, eine Matte haben wir noch. Das ist dann die letzte. Die anderen Artikel haben wir euch ja schon vorgestellt, aber hier haben wir es nochmal ein bisschen mehr in Neon. Oh. So, ne? Kamigawa Neon Dynasty. Ah. Ne? Da hast du einfach so ein bisschen, das ist auch für mich nochmal so eine Karte des Sets, einfach wo du auch siehst, ja, wenn du auf Ninja stehst oder einfach diese ganze fernöstliche Kultur oder so, das ist für mich auch aber zeitlos einfach. Ist zwar eine Matte des Sets so gesehen, aber es drängt sich halt nicht und sind einfach, die haben richtig coole Artworks in dem Set. Ja, das sieht auch mega, mega cool aus. Ne? Also, das ist eine richtig coole Spielmatte. Kann man sich gut auf den Tisch legen, ne? Ja. Finde ich auch. So, jetzt seid ihr dran. Sehr nice. Ja, ne? Wir haben euch das andere Video nochmal am Ende dieses Videos, hängen wir es nochmal an. Da könnt ihr euch die anderen Zubehörprodukte zu Kamigawa Neon Dynasty nochmal anschauen. Straßen von Holger Penner wird es natürlich auch wieder Zubehör kommen, aber in einem anderen Setting her. Ne? Also insofern ist da ja wieder der Designwechsel auch immer mega krass. Die Magic dann von den verschiedenen Welten, von Welt zu Welt zu Welt hüpft so gesehen. Ja. Und man kann sich da richtig cool in die Welt reinzocken. Also ich finde, dass wenn du das praktisch wie du sagst, ich zocke jetzt Kamigawa, ich sammle das in den Kamigawa-Ordner, spiele in den Kamigawa-Sleeves oder so, das unterstützt das schon, dieses Feeling schon für das Set. Ne? Aber ja, schreibt mal eure Feelings in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne ein Like, ne? Und abonniert den Kanal und schaut gerne nochmal in die anderen Videos rein. Denn da gibt es ja, wie gesagt, viel zu entdecken bei uns. Mich haben die Matten sehr abgeholt. Mich auch, ne? Ja. Also warten sehr, da. Sehr, sehr coole Matten. Ja, ne? War zwar schade, dass es so lange dauert, aber schön, dass sie jetzt endlich da sind. Ja, und dann sind wir an dieser Stelle raus und wünschen euch viel, viel Freude mit Magic the Gathering. Bis dann. Tschüss. Tschüss.